Servus zusammen, es ist wieder Spin-It-Up-Zeit. Wir können mal ein kurzes Recap machen. Also wir haben insgesamt sind wir recht swingy unterwegs. Allerdings die EV-Kurve geht nach oben und die Buy-ins gehen so langsam auch wieder nach oben. Und eigentlich ist alles sehr, sehr solide. Und ich habe auch noch einen neuen Graphen für euch, um das ein bisschen besser darzustellen. Und zwar hier sieht man meine insgesamt gewonnenen Chips und meine nach EV gewonnenen Chips. Und das ist ganz interessant zu sehen. Wir gewinnen ungefähr im Schnitt 70 Chips pro Spin and Go, das wir spielen. Oder 75 sogar. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Und wir haben echt einen extrem hohen ROI. Vor allem auch EV expected. Obwohl eigentlich alles im Plus sein sollte, auch von den Chips her und so weiter, sind wir im Minus. Einfach aus dem Grund, weil wir halt natürlich kleinere Spins treffen wie im Durchschnitt und natürlich auf den höheren Buy-ins, also auf den 7ern, ein bisschen schlechter gerannt sind wie auf den 3ern. So, wir treffen auch direkt wieder einen 12er. Und unser Ziel für diese Session wird einfach mal ganz, ganz einfach, sei jetzt mal ganz frech sein, mal wieder ins Plus zu kommen. Das wäre natürlich sehr, sehr cool und da gucken wir, dass wir das hinbekommen. Hier dreifach Open Race brauchen wir mit Bube 4 suited nicht defenden und auch hier ein vierfach Open Race. Jetzt ist eine andere Uhrzeit, wie ich normalerweise spiele, deswegen... Also hier ist die Uhrzeit sonst Standard zu sein, vierfach open zu raisen, habe ich das Gefühl. Normalerweise spiele ich immer abends und jetzt spiele ich mal so mittags. Und auch hier, also gefühlt kommt es mir sehr, sehr aggressiv vor, aber man darf da nicht zu voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen, weil es kann auch einfach sein, dass die Leute Hände haben. Aber es ist so ein bisschen verrückt, auch hier werden wir wieder getreibettet. Ja. Und hier bringen wir die Pocket 4er rein und betten unseren Flush Draw. Und auf den 5 BB Schaff werden wir auch Ass 2 callen. Und wir gewinnen. Nice. Schauen wir mal nochmal gerade die Hand, wo ich Ass 8 gefoldet habe. Das war schon interessant. Ich Open Race. Einer called, einer 3 bettet mit Tens. Okay. Jetzt Topset gefloppt. Ups. Gerade ausgetimt. Warum auch immer. Hier werden wir C-Betten auf dem Board. Ganz normal. Und der Gegner gibt auch auf. Okay. Der Nutcrusher sitzt an zwei Tischen, spielt ein bisschen komischer Stil. Wir werden jetzt die Bet hier nur callen. Turn entscheiden, auf die Karte werden wir nochmal callen, beziehungsweise selber betten. Ja, es ist close. Und auch hier werden wir es reinbringen mit Ace Jack. Ja, der King ist nicht so gut. Sowas wie King 10 und so ist jetzt angekommen. King Jack, Jack 10 sind jetzt nicht mehr so oft gut. Aber ja, wir checken jetzt einfach mal behind und gucken. Oh, es ist so sick. Ja, er hatte Bube 9, also ein Middle Pair, und am anderen Tisch callt einfach mal random mit 8-9 suited und macht die Nuts. werden wir hier direkt auch A6 schaffen, weil er definitiv mit schlechterem callt. Hier wacht er jetzt mit Königin auf und mit 8ern, vielleicht können wir hier aussacken. Nee. Ja, der hat uns jetzt komplett zerstört in beiden Spin and Goes, aber da konnten wir echt nicht so viel machen gegen ihn. Wieder ein 12er. Hier kommt jetzt der Flush Draw an, aber wir hitten auch den King und haben noch den Backdoor Nut Flush Draw. Werden hier einfach weiter betten und dann am River auch nochmal betten. Er raced jetzt hier, was sehr, sehr verwunderlich ist. Er kann natürlich eine 2 haben, er könnte eventuell einen Flush haben, er könnte irgendwie random ausspasten. Wir werden hier auf jeden Fall callen. River wird
ziemlich schwierig, wenn wir den Flush nicht hitten. Wir blocken halt ziemlich viele Flush-Kombinationen dadurch, dass wir eben das Ass in Diamonds haben. Und wenn er dann so random bettet am River, snappen wir ihn natürlich weg. Wenn er geschafft hätte, wäre sein Bluff vielleicht sogar durchgegangen. Und Ass 5 gegen Open Limp. Bringen wir auch fröhlich rein. Er callt, er Snap callt hier. Auf dem Flop brauchen wir nicht viel sagen, geht halt rein. Spielt auch ein bisschen random, der Typ. Aber soll uns nichts ausmachen. Er hat gerade Jack 3 am Button gelimp called. Werden wir hier Jack 10 wieder raisen? Gibt so viele gute Flops. Zum Beispiel so einer. Hier hätte ich jetzt auch mal wieder betten können. Auf irgendeiner Street. Ah, hier habe ich ziemlich schnell gefoldet. Ich habe gar nicht so wirklich auf die Stack Size geachtet. Aber es bleibt ein Fold. Aber er hatte einen shorteren Stack als erwartet. Ja, hier sieht man, wo das Geld liegt. Oh, ich muss hier, ich darf nicht. Ja. Sofort hat er gleich eine Hand gewonnen. Aber das muss ich mir definitiv notieren. Und hier pottet er. Ja, also relativ klar, dass wir am River hier schaffen, weil durch die Pot hat er entweder einen Complete Bluff am River, also gar nichts, oder eben einen Ass. Und ein Ass kann hier definitiv auch gegen eine Pot-Bet Hero callen. Hier müssen wir jetzt noch kurz eine Note machen. Call 15 BB, schaffe Heads up mit 9-3-0. Die Note ist ganz, ganz wichtig, weil die hilft uns halt später, wenn wir wieder gegen ihn spielen sollen. Also wir hitten Trips am laufenden Band. Hier auf dem Ass am Turn will ich gar nicht selber betten, ich will ihn betten lassen. Weil die Karte kann auch gut zum Bluffen nützen und wenn er ein Ass hat, dann wird er eh Value betten und dann können wir am River auch dann schaffen. Also wir checken jetzt hier nochmal. Und er bettet nochmal. Und dann schaffen wir auch für Value am River. Er foldet. Hier, ja. Queen Check, gleich erste Hand bekommen wir eine 3-Bet. Wir werden es folden. Wir bekommen zwar ja nicht so geile Odds. Wir haben eine gute Hand, meine ich, um hier öfters mal zu callen, aber wir bekommen eben nicht so geile Odds und sind out of position und ist einfach nicht so cool, die Hand. In dem Spot. Er raised wohl ziemlich viel. Scheint recht aktiv zu sein. Wir raisen jetzt trotzdem mal 9-7 off und bekommen sofort den Click-Raise reingedrückt. Und folden hier einfach. Jetzt bringen wir sie wieder easy rein. Damit 10 suited und schöner Flop. Müssten wir gewonnen haben. Ja. Wir kommen einmal mit unserem Gutshot. Und er checkt ziemlich schnell, werden wir Turnbetten und River schaffen. Mit 6 hoch. Haben wir da nichts verloren. Also nichts verloren, indem wir denken, wir könnten so irgendwie den Pot gewinnen. Wenn er so offensichtlich spielt, wollen wir halt auch bluffen. Er reshufft hier schon wieder. Müssen wieder folden. Ja, so läuft's halt.
Hier können wir auch mal Behind-Check mit A-Screen. Können auch C-betten. Bisschen Präferenz abhängig. Ich C-bette, der callt definitiv auch noch Schlechteres. Am River Double pairt sich das Board. Ich denke, wir haben ja keine Value Bet. Wird schwer hier von Queen High gecallt zu werden und ja, splitten gegen ein schlechteres Ace High. Also, was am Flop ein schlechteres Ace High war. Also, Value Bet da definitiv gut, wenn er solche Hände callt. Das ist auch sowas, wenn jemand so klein bettet, muss man halt viele Hände auch callen mit so, weil er kann ja einfach gar nichts haben und dann haben wir mit 9-7 ganz gut Equity. Wir haben noch einen Backdoor Draw und, das sollte man halt immer beachten. Ja. Wird schwer hier Value zu bekommen. Aber ich denke, dass er halt hier nie ein Ass oder ein König hat. Eher noch ein König, aber für die paar Mal, wo er halt eine 8 hat, Value betten wir hier. Auch hier habe ich jetzt einfach kurz gecheckt, weil ich fast am Austime war. Wir checken es jetzt hier einfach runter und hoffen, dass wir gut sind. Hier wieder ein 4 BB Open Raise, allerdings hat er nur insgesamt 10 BB. Ja, Ass 8 bringen wir rein bei den Stack Sizes. König 9. Ui, das war. Oh, war knapp. So, hier gegen ihn easy Schach. Die spielen beide ziemlich passiv. Übrigens, ich müsste mir viel, viel mehr Notes machen, dann könnte ich die Leute noch viel mehr ihre Schwächen ausnutzen oder ihre Spielweisen besser analysieren und mir für zukünftige Spiele halt merken durch die Notes. Allerdings tue ich mir relativ schwer, wenn ich drei Tische spiele, Notes nebenher zu machen und dann noch zu kommentieren. Da time ich dann doch zu oft aus. Deswegen versuche ich das so gut wie möglich umzusetzen. Er limmt jetzt hier wieder Ass6, geht halt easy rein. Ein anderer callt und Ass8 geht auch hier rein. Okay, verlieren gegen beide, das ist natürlich nicht so cool, nimmt 12er. Aber gleich Ass9 danach geht auch rein. Und das können wir definitiv donken. Mit 6, 8. Er schafft, boah. Ekelhaft. Hier werden wir Any Flop betten. Wir hätten auch Preflop raisen können, aber ich bette lieber so ziemlich jeden Flop. Ist gar nicht so der geilste Flop für das zu machen, weil er halt viele Hände einfach callt. Ich hätte aber mehrere Streets gebluffed, aber nicht, wenn sich das Board double pairt, weil ich halt kein King High zum Folden bekomme. Vor allem keine Neuner. What the fuck geht ab? Ja, hier machen wir jetzt die Straight am River und betten das dann auch. Ja, und hier wieder so ein random Limp All-in Play bei der Ace King. Und hier Queen 8. Bekommen wir einen Click Raise, callen wir natürlich bei den Odds und schauen mal Flop. Scheint auch ein ziemlich random Typ zu sein. Ja, es geht halt easy rein, Queen 10 suited und hier betten wir einfach weiter und schaffen dann, haben eine gute Bet Size, um am River dann zu schaffen. Ja, ist okay, Ass7, er hat viel gelimmt, viel getrap-limmt, aber König 10 muss halt trotzdem all day long rein. Leider können wir nicht mal ansatzweise improven. Ärgerlich und River geht's halt rein. Drüben hat Queen 10. Nice. Machen wir gleich mal zwei neue auf, weil das eine sollte gleich vorbei sein. Hoffen wir es zumindest mal. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sieht traumhaft aus. Haben wir das auch gewonnen und haben gleich Nachschub. Keine Zeit verschwenden. Direkt mal Aces in der ersten Hand. Mit Handkuss nehme ich das an. LOL! LOL!
There's no money in poker, they said. Ja. Der Witz ist, er hatte sogar noch Equity. Mit 9-4 hatte er noch einen Straight Draw am Turn aufgepickt. What the fuck? Wir werden jetzt ein bisschen tanken und hoffen, dass er halt behind checkt. Weil so könnt ihr denken, dass wir eventuell den Flush oder die Straight gated haben und macht es ein bisschen unwahrscheinlicher, dass er weiter blufft. Aber ja, er hatte eh eine Hand, wo er gut behind checken kann. Jetzt Click Raised, da haben wir die perfekte Hand, um zu callen. Und Queen Check gewinnen wir auch hier. Ace-7 gegen Queen Check. Und 8-7 raisen wir. Und auf die Bet folgen wir einfach. Wir haben zwar Overcards, wenn ein Herz liegen würde, würde ich hier callen, so aber. Folge ich direkt. River hitten wir die 8. Er pottet hier. Ja. Echt interessant. Wenn wir einfach callen und turn dann halt auch wieder callen. Hoffen wir, dass er keine 7 gehabt hat. Es ist so lächerlich, wie kann denn er Mittelpair potten und dann einfach Trips machen? Es ist so einfach, dieses Spiel. Wir sind bei 17 Minuten, machen wir kein neues mehr auf in dieser Folge. Spielen wir die zwei noch konzentriert zu Ende. Aber das war mal wieder typisch. Aber irgendwie, ich hatte es schon im Gefühl, ich habe auch gemerkt, ich habe gezögert, ich wusste nicht, was ich betten soll. Weil es macht einfach keinen Sinn, dass er Flop pottet und Turn dann auf einmal checkt. Das war irgendwie eine obvious 7, aber wir kommen da halt einfach nicht raus. Das ist halt einfach ein bad Run. Bad Board Runout. Gucken wir, dass wir wenigstens das 12er hier gewinnen können. Dann müsste die Session einigermaßen versöhnlich zu Ende gegangen sein. Kann es aber nicht so wirklich abschätzen. König 2, sehr, sehr guter Flop zum C-Betten. Wir haben Ace High, wir haben einen Backdoor Flush Draw und einen Pair. Und ja. Foldet auch direkt. Ach, come on, was ist denn das? Was sind denn das für Board Runouts? Ja, ich kann da nicht bluffen am River. Es ist halt einfach lächerlich. Es ist so obvious, dass er so viele Ace Highs da hat. Und es ist eine easy value bet, aber es kommt halt einfach der ekligste Board Runout, bei dem ich halt ja nicht bluffen kann, gar nichts machen kann. Ich kann einfach nur die Hand quasi verlieren und sagen, good games, ja. Unsere Flopping-Skills sind gar nicht so gut. Na, hat den König gehittet. Mit der Line muss ich da aber, denke ich, am River callen. Ace 9, easy call. Ja, und auch da. Wir haben einfach. Gegen den hatten wir jetzt einfach keine Chance. Oh, wir hitten sogar noch. Nice. Man darf nie zu früh aufgeben. Aber ja. Easy Call hier mit Queen Check. Queen High könnte hier sogar noch gut sein, ja. Nach der Action. Oh Mann, der rechts, der Time drum. King 8 gegen Tens.
wir auch mal hätten. Nope, ganz weit weg von einem Hit. Auf Trockener kann das Board gar nicht kommen. Ja, hoffen wir, dass wir noch das 12er gewinnen. Wie gesagt, das wäre noch ein versöhnlicher Abschluss, aber da sind wir irgendwie Card Dead des Todes. Also können nicht mal irgendwas open raisen. Das ist mal noch eine Hand, die wir open raisen können. Callst du ziemlich alles im Big Blind. Das ist auf jeden Fall mal gut. Ah, jetzt läuft doch. Komm. Jetzt doppeln wir mal auf. Komm, Call. Schade. Blinds gehen noch hoch. Queen Check, wenn wir wieder callen. Er raised extrem viel am Button und er callt auch extrem viel. Queen Check spielt sich da ziemlich gut. Auch sein C-Bet-Wert müsste recht hoch sein. Ja, ich bin mir recht sicher, dass er einen Draw hat. Ich hoffe, dass der River einfach blankt. Ja. Traum-River-Karte. Okay. Doch nicht so die Traum-River-Karte, wenn er den Flush hat. Es hat so ein bisschen nach dem Draw ausgesehen, weil er auf einmal so klein anfängt zu betten. Aber es kann halt genauso gut halt eine richtig gute Made-Hand sein. Was es aber nicht ist, ist ein Ass. Wird er nicht mit diesem Bet-Sizing betten. Und er hat halt viel, viel mehr Draws wie fertige Flushes da. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er meistens einen Draw hat. Dass er einen fertigen Flush da hat, ist halt mal wieder ein bisschen unglücklich. Ja, und mit Paar BB wäre es jetzt auch mit Queen 7 reingegangen. Wir sind so Karte des Todes. 8-4 könnte auch ein Call sein. Ich bin nicht ganz sicher. Auch das dodgen wir noch. Aber wir nagen irgendwie immer noch am Hungertuch. Aber ist eigentlich nur noch eine Hand und dann wären wir wieder vorne. Ja, Queen 10 werden wir callen. Ace King. Gib ihm das Ace. Nice. Nice, nice, nice. Kommt halt erstmal noch die neuen. Lucky. Ja. Sagt er. Das finde ich immer witzig, wie schnell die Leute vergessen, wie sie halt gefloppt haben und gerannt sind in so einem Ding. Das vergessen die Leute irgendwie immer extrem schnell. Aber ist auch egal. Also ich reagiere auf so Chat nie eigentlich. Ist nochmal eine ganz klare Value Bet. Was hat er denn jetzt schon wieder gehittet? Das ist so krass. Ja, muss ich wahrscheinlich einen Fold finden gegen ihn. Dann sagt er zu mir Lucky Fuck. Ja, kommen wir auch auf den Schaf. Das 4. Na, jetzt sind wir tot. Echt schade, Mann. Ja, gegen den, wie gesagt, da konnte man echt gar nichts machen. Da waren die Boards einfach nicht mit uns insgesamt. Wir sind jetzt wieder 20 down, oder 21, also bisschen down gegangen in der Session, aber gar kein Problem. Bis zum nächsten Mal, subscriben nicht vergessen und dann bis dann.